Vielen Dank für die Einladung, nette Vorstellung. Ich bin sehr gerne hier, regelmäßig zur Hyperkult und habe wirklich hier sehr viel gelernt, gerade in der Kooperation, Informatik, Kunst. Das ist was, was sonst nicht so häufig gab im Tagungszirkus. Und ich habe mich sehr gefreut, das Buch, das gerade rausgekommen ist, im April Ihnen vorstellen zu können. Ein Buch vorzustellen ist immer so ein bisschen prekär. Man kann das auf verschiedene Weise machen. Man kann entweder daraus lesen, ja, das werde ich nicht tun. Man kann versuchen, alles, was drinsteht, zu sagen, das werde ich auch nicht tun. Also wird so ein bisschen so ein Durchgang sein durch verschiedene Aspekte. Den dritten Teil des Buches lasse ich komplett weg. Einen Teil des dritten Teils werden wir morgen in diesem Kolloquium diskutieren. Ich werde jetzt einen relativ rüden Durchrutsch durch die ersten beiden Teile des Buches machen und werde Ihnen zuerst ein bisschen was zur Motivation erzählen. Sie kennen die Trias: Speichern, Übertragen, Prozessieren. Kittler hat sie in die Welt gebracht. Ich war immer ein Gegner dieser Trias. Ich fand das blödsinnig, weil mir das sehr nach einer Technik-Herangehensweise oder einer Computer-Herangehensweise roch. Die Behauptung aber war, dass es für alle Medien galt. Und das hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet. Ich habe das immer irgendwie unter negligible angesehen, bis ich ein bisschen näher darüber nachgedacht habe. Und vor allen Dingen über den Fakt nachgedacht habe, warum keiner drüber arbeitet. Inzwischen weiß ich, warum keiner drüber arbeitet. Man kann damit nicht glücklich und nicht berühmt werden, das ist ganz sicher, weil man einfach nicht Ergebnisse erzielt, die man auf den Tisch klatschen kann, wo man sagen, so ist es ja, Freunde, ich sag's euch jetzt. Das ist in dem Feld, glaube ich, nicht zu haben. Über den Begriff des Prozessierens hat noch niemand eine Monographie gemacht, wenn ich es richtig überblicke. Alle benutzen den Begriff, als würde er sich selbst erklären. Ich werde dazu auch noch ein bisschen was sagen. Ich glaube nicht, dass er sich selber erklärt. Ich glaube, dass es eine Anstrengung bedarf. Und ich habe mich aber sehr damit angefreundet, sonst hätte ich auch nicht darüber geschrieben. Also ich denke, dass Prozessieren ein Konzept ist, was sehr viel möglich macht an Anschlüssen oder an Denkfiguren oder dergleichen. Ich bin also jetzt versöhnter mit dem Konzept als beim Loslaufen. Biografisch gibt es noch das Motiv, dass Kittler meine Habil zu begutachten hatte. Das wollte ich irgendwie so, das war so ein, ich war immer seiner Majestät loyale Opposition und ich musste es unbedingt ihn noch als Gutachter wählen. Das ist was, was ich niemandem empfehlen würde. Das ging gut aus, weil er es freundlich durchgewinkt hat. Aber er hat in seinem Gutachten angemerkt, dass das Docuverse, also die ganze Anlage des Buches, sehr stark auf den Speicheraspekt fokussiert. Ja, also Speicheraspekt, Internet war damals neu, nicht? Und man hatte erstmal damit fertig zu werden, dass es jetzt einen global umfassenden Speicher gibt. Mir ging es sehr stark um die Zugangsmodalitäten und sowas und Anschluss an andere alte analoge Medien. Das war das Thema 97. Und er merkte eben an, der Aspekt des Prozessierens fehlt. Ja? Damals habe ich gedacht, naja, irgendwas muss er meckern, aber der Mann hatte recht. Ja? Also der hat wirklich gefehlt, nicht? Und insofern habe ich nur nachgeliefert, was er wollte. So. Wenn ich zu schnell bin, müssen Sie mich stoppen. Das Ganze wird ungefähr 45 Minuten dauern. Mir kommt es vor allen Dingen auf die Diskussion an. Also ich will ungern länger werden, weil das ja sonst von der Diskussionszeit abgeht. Aber ich würde dann einfach Teil weglassen oder sowas anpassen. Ich möchte beginnen mit dem Ausgangspunkt, den ich schon erwähnt habe. Der Meister hat diese Trias immer wieder sehr offensiv vertreten und sehr klotzig ausgestellt. Ich bringe Ihnen drei Zitate, eins davon aus den Aufschreibesystemen selbst. Der Begriff Medien kann das Netzwerk von Techniken und Institutionen bezeichnen, die einer gegebenen Kultur die Adressierung, Speicherung und Verarbeitung relevanter Daten erlauben. Daran fällt erstmal auf, diese Trias, die ist so ein bisschen anders, als man sie kennt. Statt übertragen wird hier Adressierung gesagt, was ja schon mal immerhin ein Unterschied wäre. Und statt prozessieren wird Verarbeitung gesagt. Nicht? Also die häufigst benutzte Trias ist übertragen, speichern, verarbeiten oder prozessieren. Also übertragen, speichern, prozessieren. Hier ist es so ein bisschen variiert.
Und dieses relevanter Daten weiß man immer nicht so richtig, wie metaphorisch das gemeint ist. Nicht? Dass ein Computer es mit Daten zu tun hat, ist sicher richtig. Ja? Ob eine Blockflöte es auch mit Daten zu tun hat, sei dahingestellt. Nicht? Also schon da würden sich Probleme anschließen. Zweite Geschichte aus dem Vorwort zu Draculas Vermächtnis, 93, wieder der Meister. Es geht mithin um Medientechnologien, um Übertragung, Speicherung, Verarbeitung von Informationen. Ja? Da haben Sie den Allgemeinheitsanspruch ganz besonders eingefasst. Ja? Also wenn es um Medien geht, dann geht es um diese drei Funktionen, sagt er. In der Welt des Symbolischen, was im Draculas Vermächtnis abgedruckt ist, aber eigentlich von 89 stammt, sagt er nochmal, es gibt erstens Übertragungsmedien wie Spiegel, eigentümliche Wahl, ja, ausgerechnet die Spiegel da zu nehmen, zweitens Speichermedien wie Filme und drittens Maschinen, die Wörter und Zahlen selber manipulieren. Sie merken, alle drei Verwendungen sind relativ rüde, ja? So als würden sich diese Begriffe selber erklären. Es gibt, soweit ich weiß, von ihm keinen Versuch, diesen Begriff oder die Trias selber zu definieren oder selber als theoretisches Konzept zu diskutieren. Ihm war das immer evident. Ich habe das immer darauf zurückgeführt, dass er seine Medienerfahrung sehr stark auf des Computers stützt. Und beim Computer ist, glaube ich, relativ evident, dass es so eine Dimension des Prozessierens gibt. In der Mitte des Computers steckt ein Prozessor. Ja, und ich glaube, da gibt es wenig Schwierigkeiten. Und dennoch ist es sehr verwunderlich. Der Meister hat allgemein nicht dazu geneigt, Begriffe zu definieren. Also das konnte man ihm nicht vorwerfen. Aber die drei hat er eben auch ohne Definition auf den Weg geschickt. Das haben dann alle anderen zur Berechtigung genommen, das genauso zu machen. Pias hat wenigstens eingeklagt, dass der Begriff der Prozessierung vernachlässigt ist und mit thematisiert werden muss. In einem Zeitungsartikel zu Boris Groys sagt er, derselbe verkürzt die von Kittler einmal angebotene Minimaldefinition von Speichern, Übertragen, Prozessieren um die Prozessierung und verspielt damit einen entscheidenden Begriff. Er macht so ein bisschen Definitionsansatz, aber auch nicht sehr ernsthaft. Schröter verwendet den Begriff wieder anders. Gerade Theorien, die auf die Medien und ihre technischen Potenzen den Blick richten, insistieren immer wieder auf der Kraft dieser Medien, Wahrnehmungsschwellen zu unterlaufen oder Datenflüsse zu prozessieren, die von Menschen überhaupt nicht mehr aufgenommen, geschweige denn verarbeitet werden können. Die Kuriosität an so einer Verwendung ist, dass dieses Verarbeiten jetzt plötzlich hier auftaucht, ja, verbunden mit den Menschen. Hier oben sind es Maschinen, die Datenflüsse prozessieren, ja, aber eigentlich hat Prozessieren dann ganz andere Bedeutung, nämlich nicht verarbeiten, sondern durchschleusen oder sowas. Ja. Also Sie merken, wie unscharf die Verwendung von solchen Termini ist. Oder Maresch, immer für eine klotzige Zitierung gut, unter den Bedingungen modernster Computertechnologie, ja, 99 sagt er modernster Technologie, 2015 muss man sagen super oder postmodernster oder sowas, Computertechnologie, geraten Nachrichten zu Befehlen. Sie merken, ich sprühe gerne Gift, ja, das ist eine meiner schlechten Eigenschaften. Unter Bedingungen modernster Computertechnologie geraten Nachrichten zu Befehlen, nach denen Personen sich zu richten haben, Personen zu Adressen, die das Prozessieren weiterer Kommunikationen ermöglichen. Da geht plötzlich, das Adresse war ja Übertragung, ja, das geht plötzlich völlig durcheinander. Ja, also wir haben nicht mehr Speichern, Übertragen, Prozessieren, sondern die Adressen ermöglichen das Prozessieren, nicht, wie immer man sich das vorzustellen hat. Ne? Ist ja vielleicht was dran, aber man müsste jedenfalls sagen, inwiefern. So, Sie merken, ich bin ziemlich unzufrieden damit. Das bin ich auch im Buch. Das Buch bietet keinen Stand der Forschung, also nicht eine systematische Recherche, wer hat es alles wie verwendet, was kann man rausziehen oder dergleichen, sondern geht anders ran. Ich werde Ihnen den Weg ein bisschen vorführen. Aber diese Unzufriedenheit mit dieser fahrlässigen Verwendung war Ausgangspunkt. Und ich kenne keine einzige Definition, die valent wäre oder mit der man loslaufen könnte. Daraus ergibt sich das erste Problem, wie definieren wir diesen Begriff? Dotzler selber hat im Grundbegriff der Medientheorie, Fink 2005, das Stichwort Prozessieren beschrieben und sagt, der Begriff der Prozessierung und des Prozessierens ist kein
geführte Terminus der Medientheorie, die dient eher der Definition anderer Begriffe, als selber definiert zu sein, macht dann einen ganzen Handbuchartikel darüber, ohne ihn zu definieren. Und ein Ansatz wäre das, was wir schon bei Kittler gelesen haben, Maschinen, die Wörter oder Zahlen selber manipulieren. Das ist ja schon mal sowas wie so eine ganz grobe Arbeitsdefinition. Maschinen, die Wörter oder Zahlen selber manipulieren, das bedeutet, es geht offensichtlich um ein bestimmtes Material, was da manipuliert wird. Manipulation heißt bei Kittler ja einfach umgehen mit, ja, oder verändern. Ja. Das ist überhaupt nicht der 70er-Jahre-Begriff der Manipulation, nicht? Das war ihm völlig fremd oder fern. Und deshalb wäre das erstmal eine Möglichkeit, reinzugehen in das Feld. Die Schwierigkeit aber ist, dass der Mann natürlich gesagt hat, das gilt für alle Medien. Nicht alle Medien aber haben Wörter oder Zahlen. Ja? Was mache ich mit der Blockflöte? Was mache ich mit dem Spielfilm, ja, der keine Wörter und Zahlen hat oder jedenfalls nicht dadurch gekennzeichnet ist? Ja? Da würde plötzlich diese erste Definition kollidieren mit dem Allgemeinheitsanspruch. Ja? Und dass das nicht nur mir so geht, kann ich Ihnen zeigen. Das Problem der Verallgemeinerung oder Verallgemeinerbarkeit dieses Konzepts hat mich ziemlich gepuzzelt. Also wenn man das als einen Computerbegriff nimmt, dann hat man, glaube ich, nicht so viel Schwierigkeiten. Dann kann man beschreiben, was ist Prozessieren auf dem Terrain des Computers. Wenn man ernst nimmt, dass er sagt, es ist eine Medienfunktion, das heißt, die gilt für alle Medien, ja, dann hat man dieses Problem der Skalierung oder der Verallgemeinerbarkeit. Und daran habe ich mir ziemlich die Schneidezähnchen ausgebissen. Das werden Sie auch noch merken. Darüber muss man nachdenken, sonst gelingt das, glaube ich, nicht. Ich möchte es vorführen an einem Dotzler-Schüttpelz-Stanizek-Vorwort, Adresse des Mediums. Da sagen sie, leicht genug lässt sich die von Kittler mitgeprägte Unterscheidung aller Medien nach ihrer Leistung speichern, übertragen, rechnen auf das informatische Kategorientripel von Daten, Adressen und Befehlen abbilden. Leicht genug kam mir so ein bisschen vor, als wenn jemand im Keller pfeift. Ja? Also ganz furchtbar einfach ist das schon nicht, was sie sich da vornehmen. Aber es geht noch viel spektakulärer weiter. Diese Trias freilich ist doch rein dem Medium Computer geschuldet. Und dann geht es weiter. Aber der Computer ist es nicht allein, der sich so formalisieren lässt. Ein Begriff, der rein dem Computer geschuldet ist, ja, gewährleistet nicht, dass er für alle anderen Medien gilt. Man hat immer Einzelmedienbegriffe versucht, auf alle Medien zu projizieren und man ist eigentlich immer dabei in Schwierigkeiten geraten. Da muss man jetzt eine Grundproblematik diskutieren. Es gibt Leute, die den Computer für das Metamedium halten, also für ein Medium, das alle anderen Medien enthält. Das ist so eine Steigerung der Konvergenzthese. Ich glaube, dass es schon so etwas gibt wie Konvergenz, dass viele Medien in den Computer gemündet sind. Ich glaube aber dennoch, dass es sich beim Computer um ein Einzelmedium mit spezifischen Medieneigenschaften, mit spezifischen Mediengesetzen handelt. Dass wir hier mündlich kommunizieren gerade und das Medium Vortrag und das Medium natürliche Sprache benutzen und den Computer weitgehend an den Rand drängen und nur als Projektor benutzen, zeigt schon, dass der Computer nicht das ganze Terrain des Medialen beherrscht. Nicht? Also das brauchen wir nicht mündlich reden. Nicht? Die ganze Hochschule als Präsenzöffentlichkeit ist ein Gegenbeleg gegen diese Konvergenzthese, ja, dass der Computer das Metamedium sei, das alle anderen Medien enthält. Ich halte die These für schlicht falsch. Ja? Und glaube, dass der Computer ein Einzelmedium ist, wie alle anderen Einzelmedien. Ja, er enthält wieder Simulationen von anderen Einzelmedien. Das ist klar, Multimedia ist selbst bei mir angekommen. Ich bin kein DOS-Anhänger mehr, war ich mal. Trotzdem muss man den Computer auf seine Gesetzmäßigkeiten untersuchen, glaube ich, als einzelnes Medium. Und man muss, wenn man im Raum des Medienvergleichs operiert und alle Medienwissenschaft, die irgendwas taugt, arbeitet mit Medienvergleichen. Also ist nicht Einzelmedienwissenschaft, sondern medienvergleichend angelegt, dann ist es sehr risikoreich, Begriffe, die von einem Medium ausgehen, auf alle anderen Medien zu projizieren. Ja, das ist dieses Problem der Verallgemeinerung, was sich an diesem, an der Trias, begrifflichen Trias besonders scharf stellt, sozusagen. Für den Computer würde ich erstmal summieren, ist der Begriff des Prozessierens plausibel. Wir haben einen Prozessor, wir haben Prozesse, nicht? Ich werde noch ein paar andere Dimensionen Ihnen sagen. Aber es bleibt die Frage, die Kittler eben in den Raum stellt, gilt es wirklich für alle Medien?
Ich will Ihnen gleich sagen, es wird keine knallige Ja- oder Nein-Antwort am Schluss darauf geben, sondern es wird einfach ein skrupulöseres Umgehen mit dieser Problem der Verallgemeinerung geben. Ja? Und ich werde Ihnen so ein paar Wege zeigen, wie man es vielleicht angehen kann oder sowas. Und ich werde sehr gespannt sein, was die nächsten Bücher zum Prozessieren sind, die das dann anders lösen. So, das Buch hält sich nicht damit auf, einen Stand der Forschung zu machen, das habe ich Ihnen schon gesagt. Das wäre sehr wünschenswert gewesen. Dazu hatte der Autor aber überhaupt keine Motivation, deshalb hat er es nicht gemacht. Und wenn man älter ist und dem Grabe zueilt, hat man bestimmte Privilegien. Dazu gehört auch, dass man bestimmte Riten des akademischen Betriebs nicht mehr machen muss. Wenn man eine Habil schreibt, muss man natürlich einen Stand der Forschung machen. Wenn man Dis schreibt, natürlich auch. Nicht? Aber wenn man 60 ist, kann man auch sagen, lasse ich. Und so ging es mir. Ich habe es nicht getan und stattdessen ist der erste Teil bezogen darauf, auf semantische Komplexe im Umfeld des Prozessierens. Und zwar habe ich beobachtet, dass nicht alle Leute, die relevante Sachen zu dem Themenfeld zu sagen haben, den Begriff des Prozessierens oder des Verarbeitens benutzen, sondern die benutzen zum Teil ganz andere Begriffe und beschreiben aber damit Sachen, die durchaus irgendwie damit zusammenhängen. Wie sie zusammenhängen, ist eine schwierige Frage, muss man dann an den einzelnen Konzepten wieder diskutieren. Aber derselbe Skrupel, den ich hatte, dass der Begriff möglicherweise zu technisch angelegt ist, ja, oder zu sehr nach Computer riecht oder sowas, ja, bringt viele andere Leute dazu, andere Begriffe in Anschlag zu bringen und eben nicht mit Prozessieren oder Verarbeiten zu arbeiten. Und deshalb möchte ich ein paar semantische Komplexe abschreiten, um den Begriff sozusagen erstmal sehr zu erweitern, ja, um ihn überhaupt skalierbar auf andere Medien zu machen, um ihn diesen eingeschränkt technischen Charakter zu nehmen. Materielle Produktion wäre das erste Assoziationsfeld, was ich Ihnen vorschlagen möchte. Wenn wir von Verarbeitung reden, ist das ein Begriff, der selber aus der materiellen Produktion quasi stammt. Ja? Wir könnten zum Beispiel, oder der Fleischwolf auf meinem Titelbild, ne, ist materielle Produktion. Wenn wir in den englischen Sprachraum gehen, dann haben wir Meat Processing. Ja? Also im Englischen heißt Processing einfach Verarbeitung. Nicht? Fleischverarbeitende Industrie wäre das in dem Fall. Ne? Eine andere Konnotation wäre Verarbeitung in der chemischen Industrie. Chemische Industrie ist deshalb interessant, weil es eben nicht eine Produktion wie Automobilzusammensetzung oder sowas ist, ja, wo mechanische Teile zusammengesteckt werden, so nach so einem Lego-Prinzip, sondern chemische Industrie macht ja qualitative Wandel, ja, also vollständig unabsehbare, für Nicht-Chemiker wunderbare, verblüffende Dinge. Ja. Vorne kommen zwei Flüssigkeiten raus, hinten kommt irgendwas Festes raus oder sowas. Ja. Ich habe es nie begriffen, aber das wäre sozusagen der Aspekt des qualitativen Wandels in der materiellen Produktion. Wenn wir hier das Foto angucken, dann haben wir auch sicher ein Prozessieren, aber es ist vollkommen unabsehbar, ob daraus Apfelmost oder Kompott gemacht wird. Das Prozessieren würde hier darin bestehen, dass einfach durchgeschleust wird. Ja, also es wäre evident, dass es sich um Prozessieren handelt. Nicht? Das ist ganz klar, es ist wie eine Art Fließband für Äpfel. Ne? Aber Prozessieren hätte hier eine ganz andere Konnotation. Wir sind immer noch auf dem Terrain der materiellen Produktion, aber Sie merken, wie breit da schon die Felder springen. Wenn wir Kaffeemühle angucken, dann haben wir eine Form, einen Sonderfall sozusagen. Das wäre gekennzeichnet dadurch, dass es irreversibel ist. Ja? Also wenn ich einmal Mehl aus Kaffeebohnen gemacht habe, habe ich keine Technik, wie ich daraus wieder Kaffeebohnen machen kann. Ja? Das Irreversible wäre also Destructive Editing sozusagen, was da stattfindet. Auch das ist eine Konnotation, die Prozessieren in der materiellen Produktion hat. Und dann sehr naheliegend Film-Processing. Ja? Also wenn man Film entwickelt, dann sagen die Amerikaner dazu Processing. Ne? Hier haben wir sogar auf der Packung Process abgebildet. So, der zweite semantische Komplex, sind nicht alle so ausführlich, ich will Sie nicht erschrecken, ist der Arbeit. Wenn wir von Verarbeitung reden zum Beispiel, steckt der Begriff der Arbeit schon drin. Ja, vollkommen klar. Und der überlappt sich sehr stark mit dem der materiellen Produktion, ist aber dennoch nicht das Gleiche, weil bei Arbeit würden wir sehr selbstverständlich fragen, wer ist das Subjekt, das diese Arbeit sozusagen verausgabt. Ja? Sie wissen, dass Marx hart dafür kritisiert worden ist, dass seine ganze Werttheorie auf den Begriff der Arbeit fußt. Ja?
Gerade wenn man handwerkliche Arbeit in den Mittelpunkt nimmt, ist es fast romantisch inzwischen. Nicht? In wenigsten Produktionsbereichen wird in dieser Weise gearbeitet. Aber ich glaube, dass in sehr, sehr vielen Begriffen, die in dem Feld eine Rolle spielen, des Prozessierens Arbeit drinsteckt, ja, bis hin zum Arbeitsspeicher und allen möglichen Computerbegriffen, wo ständig immer wie Verarbeitung, ja, der Wortstamm der Arbeit vorkommt. Und dass man sich Gedanken machen sollte, was das eigentlich heißt. Ja? Dass Prozessieren nicht notwendig an menschliche Subjekte gebunden ist, ist klar. Ja? Sonst wäre es kein Computerbegriff. Ja? Wenn der Computer verarbeitet, ist kein menschliches Subjekt, was da verarbeitet. Nicht? Aber wenn wir es Arbeit nennen, dann ist das eine interessante Überlappung. Dann gibt es den großen Diskurs in der Medienwissenschaft um Operationen und um das Operative. Da hat Krämer vor allen Dingen das Verdienst, diesen Begriff sehr stark gemacht zu haben mit den operativen Schriften und mit verschiedenen anderen Definitionen des Operativen. Davon halte ich sehr viel. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Umfeld, ja, und markiert gleichzeitig einen großen Wendepunkt innerhalb der Medienwissenschaft, der durch andere verwandte Begriffe bestimmt ist. Performativität war 15 Jahre sozusagen die heiße Scheiße. Inzwischen ist es ein bisschen still geworden darum, aber Performativität ist ganz klar prozesshaft gedacht. Ja? Es hat immer eine Zeitachse. Nicht? Deshalb haben die Theaterwissenschaften auch so drauf angesprungen, ja? Weil die immer mit diesem Live-Aspekt oder mit der Zeitachse zu tun haben. Und Performativität gehört ganz sicher zu dieser Komplex des Operationalen dazu. Allgemeiner kann man sagen, es gibt eine erhöhte Aufmerksamkeit für Praktiken in der Medienwissenschaft. Schüttpelz geht so weit und sagt, es gibt einen praxeologischen Turn. Ich halte auch das für Unsinn, aber dass es eine erhöhte Aufmerksamkeit für Praktiken gibt, ist ganz klar. Praktiken sind sehr tückisch, weil man sie schlecht beobachten kann, anders als Objekte, ja? Also Hardware oder sowas. Nicht? Der Kittler hat gesagt, wir sollen die Deckelhauben öffnen. Ich weiß nicht, ob es nützt, wenn man die Deckelhauben öffnet, man sieht nicht viel, aber die Hardware hält wenigstens still auf dem Tisch. Ja? Die Praktiken sind wuselig, sind dann irgendwie verteilt, ja? Ich kann sie nicht beobachten. Gerade wenn ich also nicht empirisch arbeiten will, habe ich mit Praktiken notorische Schwierigkeiten. Deshalb verstehe ich auch nicht die Begeisterung in den Kulturwissenschaften jetzt für Praktiken plötzlich. Nicht? In Paderborn haben wir es mit Praktiken zu tun, die wir Automatismen nennen, also eine Untergruppe. Ne? Ich kann nur sagen, es ist kein einfacher Gegenstand, er hält nicht still. Kulturtechniken, klar, Riesendebatte um diesen Begriff. Nicht? Auch Kulturtechniken sind von den Praktiken her gedacht. Nicht? Also Marcel Mauss ist einer der Hauptzeugen. Nicht? Gesellschaften, die gar nicht auf Hardwareproduktion gesetzt haben, sondern immaterielles Kulturerbe wie Tänze oder sowas produzieren. Nicht? Das ist der Fokus. Schüttpelz sagt weiter, dass sich der Aufmerksamkeitsfokus von den Substantiven auf die Verben verschoben habe. Ja? Das sei eben der Inhalt des praxeologischen Turns. Wenn sich der Aufmerksamkeitsfokus wirklich verschoben hat, fände ich das eigentlich schade, weil ich glaube, Substantive gibt es auch. Also ich glaube auch, dass es Dinge gibt und es Hardware gibt und solche Sachen. Insofern würde es mir immer um das Verhältnis von beiden gehen. Ja? Also ich halte es für keinen Gewinn, wenn man die Substantive jetzt loslässt und die Verben fokussiert. Ich glaube, dass das Interessante, was unter anderem die Sprache anbietet, ist Relationen zwischen beiden Begriffen zu leisten. Und ich glaube, eine Theorie, eine Medientheorie, die nicht beides kann, also Hardware zu beschreiben und Praktiken zu beschreiben und die Wechselbeziehung zu beschreiben, ist das Papier nicht wert. Ein semantischer Komplex wäre Transformation. Denken Sie an die Transformers. Das ist ein Kinderspielzeug aus Plastik, was man zusammenklappen kann. Dann ist es, also da ist es ein Roboter auf zwei Beinen und da ist es plötzlich ein Truck. Das ist dasselbe Ding. Wir haben also eine Transformation, die Dinger heißen Transformers, die Filme sind ein bisschen beeindruckender, die haben nicht nur zwei Zustände von diesen Objekten, sondern verschiedene, viele, nicht? Und das begeistert Kinder wie Erwachsene, dass es da um Wandel geht, ja? Dass also etwas, ein Objekt sich in ein anderes verwandelt. Transkription ist, glaube ich, ein wichtiger Begriff, in Köln entwickelt. Hier der Band von Jäger und Stanicek. Jäger hat mit Jahrke zusammen einen berühmten Aufsatz geschrieben über Transkription. Transkription wäre auch so ein Synonym für Prozessieren für mich, ja? Ein bestimmter Typus von Prozessieren, ja? Dass etwas, was geschrieben ist, umgeschrieben wird in ein anderes. Ja? Sie merken, dass ich erstmal semantisch nach Feldern
Taste im Umfeld, ja, weil es überhaupt nichts nützt, nach dem Begriff zu googeln. Ja? Also zu sagen, wer sagt prozessieren, wer sagt nicht prozessieren, das ist Bullshit. Ich glaube, dass man wirklich die Problemlage sozusagen abtasten muss. Übersetzung ist ein sehr wichtiger Begriff in unserem Zusammenhang. Michel Serre hat dieses fünfbändige Mammutwerk geschrieben. Ein Band davon heißt Übersetzung. Und da schlägt er sehr interessant vor, alle wissenschaftlichen Grundgesten inklusive des naturwissenschaftlichen Experiments auf den Begriff der Transduktion zu bringen oder gar auf den der Duktion. Ja, Duktion, führen heißt von A nach B führen. Ja. Und der Begriff der Übersetzung ist insofern sehr zentral in seinem Konzept. Metamorphosen muss man sich überlegen. Escher hat keine Schwierigkeiten, aus einem Schloss am Meer eine chinesische oder japanische, ich weiß es nicht, Puppe zu entwickeln. Ja? Und natürlich muss dazwischen irgendwie prozessiert werden. Ja? Das wäre also, wenn es materielle Produktion wäre, wäre das die Fabrik, die dazwischen steht, ne? Oder die Arbeit oder sowas. Nicht? Wir haben also links ein Ausgangsprodukt und rechts irgendwie ein Resultat. Nicht? Und dazwischen eigentlich was, sowas wie ein Wunder, nicht? Oder ein Phänomen. Die Magie ist besonders interessant. 99% aller menschlichen Gesellschaften, die es jemals gegeben hat, sind Stammesgesellschaften mit magischen Religionen gewesen. Und Magie ist ganz stark fokussiert auf Prozesse des Wandels und der Verwandlung. Denken Sie an Initiation zum Beispiel, das Erwachsenwerden, ja, wird als Wandel beschrieben. Die ganzen Maskentechniken sind Techniken der Verwandlung. Ja. Und die Hochreligionen erben das, wenn sie an die christliche Wandlung denken, ja, die Verwandlung der Oblate in den Leib Christi für ein Evangelien, entlaufenden Evangelien wie mich, ist das ein Symbol, für einen Katholen ist das kein Symbol, sondern eine tatsächliche Verwandlung. Ja? Also das ist die Rhetorik der katholischen Kirche, dass tatsächlich eine Wandlung stattfindet. Nicht? Und das ist natürlich magisches Erbe, das ist vollkommen klar. Nicht? Also ähnlich wie die Reliquien oder sowas, nicht? Dass man einen Fingerknochen eines Propheten aufbewahrt. Nicht? Das sind magische Praktiken, also insofern reichen die sehr tief in die, bis fast an die Schwelle der Gegenwart ran. Ja? Die werden nach wie vor aufbewahrt, nicht? Und die Aufklärung hat ja nicht einfach flächig gesiegt. So, ein Feld, was wir auch noch einbeziehen würden, unter anderem, weil es erstmal den Begriff selber bringt, ja, wäre juristisches Prozessieren. Juristisches Prozessieren heißt, dass ein geordnetes Verfahren stattfindet, das sozusagen verfahrensmäßig standardisiert ist und über diese Standardisierung besonderen Konsens erzielen will und das am Schluss entschieden wird. Das ist also ein ganz besonderer Prozess, der quasi vom Resultat, von der Schlussentscheidung her seine Dignität bezieht. Wenn wir entscheiden als eine Konnotation bei diesem Feld juristisches Prozessieren haben, dann sind wir auch beim Schalten. Wenn ich entscheide, dann mache ich das technisch, indem ich schalte. Und Computer, Sie wissen es, sind mindestens Computerprozessoren, sind riesige Systeme von Schaltnetzen, ja, paar Milliarden Schalttransistoren sind hintereinander geschaltet. Transistoren sind nichts anderes als Schalter, die die Besonderheit haben, dass sie Strom nicht nur schalten, sondern durch Strom auch geschaltet werden. Und diese Doppellogik bestimmt das Relais, das das Fernlicht in Ihrem Auto anmacht, aber eben auch den Computer. Und insofern ist es, glaube ich, sinnvoll, über Schalten nachzudenken, unter anderem, weil Schalten selber ein Prozess ist. Ja, darauf hat Wolfgang Ernst sehr eindringlich aufmerksam gemacht in seiner Chronotheorie, dass Schalten Zeit braucht. Ja? Normalerweise ist das wenig, deshalb können wir es vernachlässigen, aber wenn Sie auf Ihrem Bildschirm dieses Ding rotieren sehen, was früher mal eine Sanduhr war, ja, dann wissen Sie, dass da jetzt geschaltet wird, nicht? Vollkommen klar, und dass Schalten Zeit braucht. Ganz wichtig und ganz zentral für meine Überlegungen zum Prozessieren ist, dass Computer eingeschränkt sind auf syntaktische Operationen. Das ist vollkommener Konsens in der Wissenschaft. Das geht von Krämer, Geschichte der Formalisierung quer durch. Einschränkung auf syntaktische Operationen heißt, dass ein Computer mit Semantik zum Beispiel, anders als andere Medien, mit Semantik gar nichts zu tun hat, sondern der formale Charakter besteht gerade darin, dass die Operationen des Computers auf Prozesse des Lesens und des Schreibens eingeschränkt sind.
Und dass im Grunde Daten hin und her geschoben werden im Computer, also syntagmatisch versetzt werden. Und dass sehr vieles, was Prozessieren in anderen Medien wäre, im Computer gerade nicht gar keine Rolle spielt, weil der Computer auf formale und syntaktische Operationen eingeschränkt ist. Ich komme auf den Punkt zurück. Prozessieren im Computer bedeutet Lesen und Schreiben. Wenn man es ganz klotzig fasst, da werde ich sicher Widerstand hinterher bekommen, aber ich fechte das durch, obwohl ich viel weniger davon verstehe als du. Man könnte als letztes Feld noch die Denktätigkeit mit einbeziehen. Das Soprano-Zitat, so the other day, what you said, I processed it, you know your feelings. Also auch alterssprachlich wird Prozessieren für Denken verwendet, nicht? Und gibt sehr, sehr schöne Zitate, die das belegen. Allgemein, wenn man jetzt vier Schritte zurücktritt, kann man sagen, vom Prozessieren würden wir auf jeden Fall immer verlangen, dass es um Prozesshaftes geht, was an Zeit und Veränderung gebunden ist. Das wäre sozusagen mal die Basisintuition, die mit dem Begriff verbunden ist. Und als letztes, Unterschied zwischen Input und Output würden wir beim Prozessieren verlangen. Also das Netz ist voll mit solchen widerlichen Business-Grafiken, ja, von irgendwelchen Management-Wochenendseminaren, nicht? Also links der Input, dann irgendwelche Zahnräder, wo was passiert und rechts ein andersfarbiger, das ist sehr wichtig, Output. Wenn der Input dem Output genau entspricht, sind wir tief enttäuscht beim Computer, nicht? Vollkommen klar. Wir wollen, dass da irgendwas passiert ist und deshalb gibt es diesen Unterschied. Und natürlich einige dieser Grafiken haben den Prozess wieder in der Mitte. Ja? Also das ist sozusagen die Standardversion. Wenn man Prozessieren eingibt und Bilder verlangt, dann kommen 50% solche widerlichen Workshop-Grafiken. So, Zeit zu irgendeiner Arbeitsdefinition zu kommen, dieses ganze semantische Feld abzuschreiten, hat ja nur den Sinn, irgendwie ein Konzept davon zu fassen, wie könnte denn ein Begriff des Prozessierens aussehen, der eben nicht von vornherein an den Computer gebunden ist. Und ich möchte Ihnen vorschlagen, das Buch schlägt Ihnen vor, Prozessieren als eingreifende Veränderung zu definieren. Ja, das ist eine relativ allgemeine Definition, aber sie hat schon bestimmte Klärungswirkungen, die ich Ihnen gleich vorführen werde. Eingreifende Veränderung würde erstmal sehr stark betonen, dass Input und Output sich unterscheiden, würde auch gut zu diesem Kittler-Vorstellung manipulieren von Worten und Zahlen passen, ja? Dass man da eingreifen muss, um Worte und Zahlen hin und her zu schieben, nicht? Das ist sehr deutlich. Eingreifende Veränderung ist das, was ich als Definition vorschlage in dem Buch. Und die erste Folge ist, dass nicht alles Prozessieren oder nicht alles, was man im Medienprozessieren nennen würde, eingreifende Veränderung ist. Es ist so, dass wir einen engen, präzisen Begriff fassen können und einen weiten Begriff fassen können. Medienprozesse und Tätigkeiten allgemein. Im Grunde kann ich alles, was medial ist, zeitlich betrachten und dann sind alle Medienprozesse Prozessieren. Ja, wären aber nicht notwendig eingreifende Veränderungen. Wenn die Post zum Beispiel Briefe prozessiert, dann würde sie in diese Produkte gerade nicht eingreifen, jedenfalls im Idealfall nicht. Ja? Wir würden verlangen, dass sie nicht eingreift. Nicht? Und Logistik weiterleiten, speichern, denken Sie an diese Äpfel, die dadurch die materielle Produktion geschleust würden. Ja? Das würde rausfallen aus dem Begriff der eingreifenden Veränderung. Und ich würde eben sagen, ein Autor, ein Beleuchter, ein Cutter, ein Computerprozessor, die alle greifen in das Material ein. Ja? Das wäre der Begriff, der mich wirklich interessiert. Den anderen Begriff, wenn Prozessieren eben in dem ersten Sinne verwendet wird, kann man machen. Ja? Würde ich aber erstmal aus meinem Aufmerksamkeitsfokus ausschließen, weil in der Trias wäre das anders zu lokalisieren. Wenn man das ein bisschen weiter treibt, dann glaube ich, dass es einen Unterschied gibt. Sie merken, hier unten ist jetzt eine Differenzierung, oben ist einfach das gleich geblieben. Innerhalb der eingreifenden Veränderung kann man unterscheiden, einmal, was Kittler gesagt hatte, Manipulation von Wörtern und Zahlen. Das würde für Autoren gelten, das würde für Computerprozessoren gelten. Ja, die manipulieren Wörter und Zahlen, unstrittig. Aber ein Beleuchter oder ein Cutter würden nicht
Worte oder Zahlen manipulieren, weil sie eben nicht mit, mit Medien zu tun haben, die das erlauben. Nicht? Und da brauchen wir also einen anderen Begriff von Eingriffen. Ja? Dass ein Cutter eingreift in das Material, ist klar, glaube ich, aber eben nicht, indem er Wörter und Zahlen manipuliert. Nicht? Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, dann würden wir drei Gruppen unten machen. Also wir haben erstens wieder Medien allgemein in der eingreifenden Veränderung. Dann haben wir Medien, die über konstituierte Zeichen verfügen. Also wo überhaupt diese Kittler-Definition in Frage käme. Wir haben was wir Zeichenmanipulation mit Kittler nennen können. Er liebt ja den Autor zu behandeln, als wäre er ein Computer. Nicht? Also er macht nichts als Zeichenmanipulation, schiebt Zeichen hin und her. Dass er das nach semantischen Kriterien tut und der Computer gerade nach syntaktischen, das wäre der Unterschied, auf den ich gerne beharren würde. Denn das mechanische Umordnen konstituierter Zeichen, das wäre jetzt typisch für den Computerprozessor und für die Beschränkung auf syntaktische Operationen. Ja? Man kann nicht sinnvoll sagen, dass ein Autor sich auf syntaktische Dimensionen beschränkt. Nicht? Der hat es mit natürlicher Sprache zu tun. Natürliche Sprache ist ohne Semantik nicht zu haben. Ja? Also wäre er auf dem zweiten Geschoss. Er macht vielleicht Zeichenmanipulation, ob das eine sinnvolle Bestimmung ist, sei mal dahingestellt, aber auf gar keinen Fall wäre es ein mechanisches Umordnen konstituierter Zeichen, wenn ich syntaktisch Operation erstmal so bestimmt hatte. Sie merken, dass die eingreifende Veränderung erstmal sehr harmlos daherkommt, aber sie erlaubt schon so ein bisschen was wie eine Vorsortierung. Ja? Und was ich da tue, das sieht so ein bisschen nach einer analen Störung oder nach einem Zwangscharakter aus. Ja? Aber ich glaube, dass die Medienwissenschaft sehr, sehr viel genauer mit ihren Begriffen umgehen muss und in den nächsten Phasen ihrer Entwicklung Begriffe tatsächlich durchleuchten, aufteilen, kategorisieren, definieren muss. Ja? Vielleicht nicht als erstes den Medienbegriff, aber erstmal ein paar andere. Ja? Dieser enorm schlampige Umgang mit Begriffen in unserem Fach ist eine der Krankheiten. Ja? Je älter man wird, desto mehr flucht man auf sein eigenes Fach. Ja? Man kriegt aber auch realen Abstand dazu. Ja? Wenn man ganz, ganz viele Disproposals gelesen hat oder sowas, dann merkt man, dass es einfach Probleme haben kann. Und Medienwissenschaft hat einen Sack voll Probleme. Einer davon ist undefinierte, schlammige Begriffe. Und deshalb würde ich erstmal diese anale Störung mit den Strichen da in Kauf nehmen und würde sagen, auseinandersortieren könnte schon mal was bringen. Ja? Und sei es nur, dass es schönen Streit gibt, ja, über die Kategorisierung und dass man sagt, nee, kann ich nicht mitgehen, ich sehe das anders. Ja? Aber das ist nur zu machen, wenn man von der Ebene des natürlich-sprachlichen Textes Eingangszitate weggeht. Ja? Die Eingangszitate sind im Grunde nicht diskutierbar, um das mal klar zu sagen. Ja? Also sie sind nicht tatsächlich in ihre Bestandteile zu zerlegen. So. Der zweite Teil des Buches geht völlig anders an die Frage ran. Ich habe schon gesagt, habe drei Teile, den dritten erspare ich Ihnen vollständig. Der zweite Teil fragt nach der Relation der drei Medienfunktionen. In welchem Verhältnis stehen Übertragen, Speichern und Prozessieren? Auch das ist überhaupt keine triviale Frage. Denn man müsste überhaupt erstmal klären, sind das vergleichbare Begriffe? Sind die alle auf der gleichen Höhe sozusagen aufgehängt? Ja? Oder handelt es sich um eine Reihung von Äpfel, Birnen und Elefanten? Ja? Es ist überhaupt nicht gewährleistet, nur weil ein kluger Kopf gesagt hat, das sind die drei Medienfunktionen, dass die zueinander passen oder aneinander anschlussfähig sind oder irgendwie gemeinsam definierbar sind. Ja? Deshalb glaube ich, dass es schlau ist, zu gucken, wie das Verhältnis ist. Und das Interessante war, dass auch die beiden Medienfunktionen, über die sehr viel gearbeitet worden ist, nämlich Übertragen und Speichern, aus der Sicht der neuen Medienfunktion ganz anders aussehen, als sie vorher ausgesehen haben. Also diese Relationierung bringt auch was für das Verständnis der eigentlich gut bearbeiteten Felder, also Übertragen und Speichern. Ja, das kann ich Ihnen nicht im Detail vorführen, weil das für einen Vortrag zu tief geht. Aber wir können es ein bisschen diskutieren. Wir werden einer Fläche begegnen, wo es vorkommt. Der erste Vorschlag zur Relationierung der drei Medienfunktionen stammt von Harold Innes, der unschuldig ist an dieser Skizze, aber der, wie Sie wissen, Raum und Zeit konfrontiert und sagt, zum Beispiel Empires, also Herrschaftslogiken, können entweder auf die Zeit, auf die Beherrschung der Zeit abzielen oder auf die Beherrschung
des Raums. Das wäre Rom, das hier wäre Ägypten bei Harold Innes. Und so hat man quasi ein mediales Koordinatensystem und kann sagen, es gibt Übertragungsmedien, also die auf Überwindung des Raums sehr stark abzielen. Denken Sie ans Telefon. Ja? Telefon hat schlechte Speichereigenschaften, aber hervorragende Raumüberwindungseigenschaften. Ne? Eine Steinstele in Ägypten hält 5000 Jahre, nicht? Aber ist kaum beweglich. Nicht? Das wäre für Übertragung ungeeignet. Das ist dieses Koordinatensystem, was erstmal Harold Innes vorschlägt. Damit hätten wir zwei der Medienfunktionen, glaube ich, aufs Appetitlichste angerichtet. Allerdings mit der bösen Geschichte, dass die dritte völlig rausfällt. Ja, die ist nicht da. Nicht? In dem ganzen Schema, in der ganzen Denke gibt es die dritte Medienfunktion nicht. Deshalb bin ich einen etwas anderen Weg gegangen, der auf einer Tagung, wo ich es vorgestellt habe, schon etwas Widerstand hervorgerufen hat. Ich rechne also sozusagen mit Ihren Einwänden, bin aber gut präpariert auf die Einwände. Bühler, deutscher Germanist, deutschsprachiger Germanist, hat in Genf gelehrt, 34, man zuckt immer ein bisschen zusammen, weil wenn man die Nazi-Germanistik kennt, Genf ist unverdächtig, also Bühler ist ins Exil gegangen später, ist also einer von den Guten. Bühler hat 1934 eine Sprachtheorie geschrieben. Mein Vater war auch Germanist, der hat mir irgendwann mit einer sakralen Geste das Bühler-Buch in die Hand gedrückt, Hand aufgeschnitten mit so einem Messer, seitlich, Erstausgabe, 34. Hat gesagt, gutes Buch, musst du lesen. Habe ich es weggelegt, irgendwann fand ich es wirklich ein gutes Buch, habe es gelesen. Und Bühler ist für verschiedene Sachen berühmt geworden. Eine davon ist dieses Organon-Modell des Zeichens, das er vorschlägt. In der Mitte sieht man das Zeichen und er sagt, jedes Zeichen hat drei Aspekte. Einen Bezug auf den Sender, diesen Aspekt nennt er Ausdruck. Einen Bezug auf den Empfänger, den nennt er Appell. Und einen Bezug auf Gegenstände und Sachverhalte, den nennt er Darstellung. Das wäre sozusagen die Bedeutungsdimension oder sowas des Zeichens. Das Spektakuläre ist, bei Sender und Empfänger fällt uns sofort Shannon Weaver ein, vollkommen klar. Nicht? Wir würden denken, das ist irgendwie Shannon Weaver. Allerdings ist es 10 Jahre vor Shannon Weaver. Ja? Und das ist ziemlich interessant, dass Bühler hier unten quasi ein Sender-Empfänger-Modell einbaut in sein Zeichenmodell. Auf der Tagung, um es gleich zu sagen, ist mir gesagt worden, ja, das ist aber ein Zeichenmodell und nicht ein praxeologische sozusagen Konzeption oder kein Übertragungsmodell. Völlig richtig, es geht um das Zeichen. Bühler sagt allerdings in manchen Fällen auch, dass es hier sich um die Botschaft handelt und nicht um das Zeichen. Wenn es die Botschaft ist, sind wir schon sehr nah an dem Sender-Empfänger-Modell. Und ich glaube, wer so ein Zeichenmodell baut, hat die Achse der Kommunikation, also das, was das Sender-Empfänger-Modell bezeichnet, selber in sein Zeichenkonzept quasi aufgenommen und damit eine praxeologische Dimension. Vergleichen Sie es mit de Saussure. Bei de Saussure, der synchron das Zeichen sich überlegt, ja, da gibt es keine zeitliche Dimension, ja, keine Übertragung des Zeichens von A nach B oder sowas. Hier wird ja Zeit verbraucht, vollkommen klar. Nicht? Also de Saussure wäre genau das Gegenmodell. Bühler ist zwar ein Zeichenmodell, das wäre das Verwandte, aber ich glaube, dass da eben ein Sender-Empfänger-Modell sozusagen drinsteckt und dass es keine Vergewaltigung des Konzeptes ist, wenn man das praxeologisch sozusagen verwendet. Ja, und das würde ich gerne tun. Völlig klar, hier unten haben wir die Hauptachse, die Bühler an den Wickel nimmt. Das sehen Sie auch an der Strichwahl, ja, also er sieht unten das irgendwie als dominant an und das hier oben ist irgendwie von einem anderen Charakter, sonst hätte er keine andere Linierung genommen, ja. Hier unten haben wir die Achse der Kommunikation und meine Behauptung ist, wenn man jetzt prozessieren, lokalisieren will, dann muss man irgendwie sich mit dieser senkrechten Achse beschäftigen, ja. Und zwar, weil das einfachste Prozessieren wäre, dass der Sender zum Beispiel vor dem Computer sitzt und mit dem Medium umgeht und den Empfänger eigentlich nur im Hinterkopf hat. Solange wir an irgendwas arbeiten, irgendetwas prozessieren, entweder in unserem Kopf oder vor uns auf dem Schirm oder auf dem Papier oder sowas, ist unser Gegenüber das Papier.
Das hat wieder Krämer sehr stark in der Diagrammatik oder in solchen Konzepten versucht zu erklären, wie wichtig es ist, dass wir ein materielles Gegenüber haben für unseren eigenen Produktionsprozess. Ja, schriftliches Rechnen ist eben nur mit diesem Gegenüber möglich, ja, ist im Kopf nicht, also wenn man nicht savant ist, ja, kann man schriftliches Rechnen nicht ersetzen. Und dafür braucht es dieses materielle Gegenüber. Wenn wir am Computer sitzen, ist vollkommen klar, dass wir ein materielles Gegenüber haben. Und meine Behauptung ist, dass es irgendwie, also das Prozessieren, eher auf der senkrechten als auf der waagerechten Ebene stattfindet, dass das Prozessieren der Dimension der Kommunikation in gewisser Weise entgegengesetzt ist. Also die über Kommunikation nicht zu erklären ist und der Seite der Kommunikation widerspricht. Bühler sagt jetzt noch mehr, dass nämlich hinter dem Zeichen, das wir am Bildschirm manipulieren oder mit dem wir es auf Papier zu tun haben, Gegenstände und Sachverhalte stehen, also sozusagen die Welt dahinter. Ja? Das ist besonders interessant, weil das eine Art Tiefendimension in das Prozessieren reinbringt. Ja? Dass wir nicht bei dem Bildschirm möglicherweise aufhören, sondern dass wir einen Blick haben auf die Sache, ja? Um die es uns geht. Nicht? Modellbildung wäre sowas, ja, Modellbildung ist immer Modellbildung von etwas, nicht? Und dergleichen, also die semantische Dimension, die Bühler hier sagt, die würde sich auf der senkrechten Achse abtragen lassen. Interessant ist die Frage, ob auch der Empfänger prozessiert. Wenn ich gesagt hatte, eingreifende Veränderung, dann ist ganz klar, das ist produktionslastig in irgendeiner Weise. Wir waren ja auch mit der materiellen Produktion losgelaufen, nicht? Aber die Frage ist, ob nicht auch der Empfänger prozessiert. Denn dass er darüber nachdenkt, über die Sachen, während er rezipiert, ist klar. Stuart Hall hätte einen sehr aktiven Empfänger modelliert, nicht? Der sehr viel macht, ja, und eigentlich erst die Botschaft konstituiert, ja, die aus dem Material, das ihm angeboten wird, in seinem Kopf entsteht. Klar, dass das kein nicht im selben Sinne materielles Eingreifen ins Material ist. Und Sie merken schon, diese Arbeitsdefinition, eingreifende Veränderung, funktioniert für die linke Seite prächtig, für die rechte schon nicht mehr so prächtig. Ja? Wenn ich nachdenke, dann ist es nicht im selben Sinne eingreifende Veränderung, wie wenn ich einen Film schneide oder dergleichen. Ja? Also habe ich selber mit meiner Arbeitsdefinition schon so ein Bias zur Produktionsseite ist mir passiert. Ja? Gleichzeitig hat natürlich auch die Produktionsseite viel mehr Möglichkeiten, des Prozessierens und viel mehr Möglichkeiten einzugreifen. Nicht? Also eine Sendeanstalt ist eine Zusammenballung von Diskursmacht. Nicht? Völlig klar, in der Medienwissenschaft immer wieder diskutiert worden, diese Asymmetrie zwischen Sender und Empfänger. Das Interessante ist, wenn man über diesen Bühler geht, dass dann das Medium plötzlich als Gegenüber erscheint und nicht mehr als Vermittelndes. Ja? Sie kennen den Versuch von Krämer, den Boten als Paradigma für das Mediale zu konstituieren. Ich finde das kein sehr glückliches Buch. Ich verehre Krämer und finde ganz alle Bücher toll, aber das nicht. Es gibt eine weitgehende Gewohnheit, Medien erstens an Kommunikation zu binden und zweitens als das Vermittelnde, ja? Also als etwas, was dazwischen ist, vor allen Dingen zwischen Sender und Empfänger, einzustufen. Und sobald man sich ums Prozessieren kümmert, funktioniert das nicht mehr, sondern da ist das Medium das Gegenüber. Eigentlich könnte man sagen, es ist eine Kommunikation mit dem Medium selbst. Ja? Es ist also ein ganz anders gearteter Kommunikationsprozess. Das Medium als Gegenüber ist, glaube ich, eine wichtige Vorstellung, wenn auch gar nicht so exotisch, wie es erstmal klingt. Denken Sie an Mensch-Maschine-Interaktion oder sowas. Ja? Diese ganzen Diskurse, die sich da entfaltet haben, nicht? Die gehen schon immer davon aus, dass das Medium ein Gegenüber ist. Aber in unserem Medienkonzept ist diese Gegenüberpositionierung, glaube ich, nicht sehr dominant vertreten. Wenn wir prozessieren, an Wickel nehmen, müssen wir diese Achse betrachten, ob mit Bühler oder ohne. Ja? Also Bühler ist sozusagen nur der Absprungort, mit dem man das sich vielleicht klar machen kann, diese Spannung zur Kommunikation, ja? Ist nicht an Bühler gebunden und selbst wenn ich Bühler Unrecht täte, würde ich diese These durchfechten wollen. So, ganz wichtig ist das Argument, dass der Bote zur Treue verpflichtet ist. Das hat Krämer in ihrem Botenbuch sehr herausgearbeitet, haben aber auch verschiedene andere gemacht. Wenn ich jemanden beauftrage, eine Botschaft zu überbringen, dann mache ich dem den Kopf runter, wenn er die verfälscht hat. Also er soll sie genauso abliefern, wie ich sie ihm gesagt habe.
Das gilt für sehr viele Medien. Shannon Weaver gestehen zu, dass es natürlich ein Rauschen auf der Leitung gibt, dass das Signal nie so ankommt, wie es abgeschickt worden ist. Aber die ganze Technologieentwicklung wird darauf abzielen, dieses Rauschen zu minimieren. Also das heißt, immer besser die Entsprechung zwischen Input und Output zu haben, ja, immer stärker die Konstanz des Signals zu haben. Sehr interessant ist der Begriff HiFi, ja, weil nicht vollständige Treue verlangt wird, sondern eine hohe Treue. Das finde ich geradezu beispielhaft, ja, also für viele Kontexte nicht absolute Treue zu verlangen, sondern eine hohe Treue. Nicht? Und die HiFi-Fetischisten, die Zehntausende in ihre Abspielanlage stecken, ja, gestehen von vornherein zu, dass es nur eine hohe Treue gibt und nicht eine vollständige, ganz klar. Aber natürlich misst sich das alles an diesem Ideal der Treue des Boten. Ich will das Signal genauso reproduziert haben, wie es vorne in die Kette reingegangen ist. Und das Interessante ist, dass diese Treue des Boten in Spannung steht zu dem, was wir über Prozessieren gesagt haben. Ja? Prozessieren, wenn Prozessieren eingreifende Veränderung ist und Input und Output sich notwendig unterscheiden beim Prozessieren, dann gilt das für die Treue des Boten oder die Übertragung gerade nicht. Da soll sich das möglichst wenig unterscheiden. Ja? Dass es nicht hundertprozentig identisch ist, haben wir schon gesagt. Ja? Aber das wäre sozusagen eine erste sehr klotzige Relation zwischen den Medienfunktionen, dass wir ein Konstanzideal bei der Übertragung haben und ein Veränderungsideal beim Prozessieren. Ich will Ihnen das etwas im Detail klar machen. Ich habe noch eine Das Buch ist voll von Tabellen. Ja? Ich hasse Tabellen, die jemand anders als ich gemacht hat. Also wenn ich Bücher aufschlage, sind Tabellen drin, das finde ich zum Kotzen. Ja? Ich habe mich ganz lange dazu entschließen müssen, selber welche anzufertigen, aber ich glaube, dass sie wirklich zur Klarheit beitragen und werde Ihnen das an dieser Tabelle ganz besonders drastisch demonstrieren. Wir haben hier einen Versuch, die drei Medienfunktionen zu sortieren. Und zwar glaube ich, dass wenn... Wenn ich prozessieren will, dann muss ich das Produkt in irgendeiner Weise in seiner Identität auflösen. Ja? Ich muss es zur Disposition stellen. Nicht? Umgekehrt, wenn ich übertragen will oder speichern will, dann verfestige ich dieses Produkt und konstruiere es in seiner Produktidentität. Das heißt, wenn das irgendwas dran ist an dem, was ich sage, dann gibt es so eine wellenförmige Prozesslogik, ja, dass Verflüssigung Voraussetzung ist fürs Prozessieren und Verfestigung, Stillstellung fürs Übertragen und fürs Speichern. In diesem Stadium hier ist die Produktidentität aufgelöst. Ja, da geht, Kittler hat gesagt, Wörter und Zahlen manipulieren. Ja, dafür muss sich die Produktidentität auflösen, nicht, um das überhaupt machen zu können. Am Schluss speichere ich den Kram ab, nicht? Und damit konstituiere ich wieder das Produkt als mit sich Identisches. Das Interessante an dieser Geschichte ist jetzt, dass dieser Aspekt von Verfestigung oder Stillstellung selber alterssprachlich speichern oder abspeichern genannt würde. Ja? Das heißt, wenn ich genügend mit Zahlen und Worten manipuliert habe auf meinem Bildschirm, ich nehme Textverarbeitung als Beispiel, was besonders schlicht ist, ja? Dann drücke ich irgendwann Speichern und dann würde genau diese Stillstellung passieren. Ja? Wir nennen gleichzeitig aber Speichern die Überwindung der Zeit. Ja? Also dass das dann aufbewahrt wird, dieses Produkt. Dass wir beides Speichern nennen, ist nicht mehr als eine Schlampsauerei. Ja? Also ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall zwei distinkte Begriffe und das Buch schlägt dann Begriffe vor, das werde ich Ihnen nicht vorführen. Also Verfestigung, Stillstellung ist ja schon ein Versuch, ohne den Begriff des Speicherns da auszukommen. Ja? Hier wäre Speichern Überwindung der Zeit, ja? Also ein konstant gestelltes Produkt wird aufbewahrt und hier ist es Stillstellung selber. Beides nennen wir Speichern. Ja? Und solche Unklarheiten in unserer Terminologie kommen erst dann irgendwie an die Oberfläche, wenn man solche analen Übungen macht, wie da passiert. Ja? Also das ist die, der Output. Nicht? Es geht nicht darum, dass das unmittelbar Lösungen produziert, aber es produziert sozusagen, macht Probleme offensichtlich. Und das, glaube ich, ist ein Vorteil.
Also Speichern und Speichern wären zwei verschiedene Medienfunktionen. Ich habe die Medienfunktionen in Teilfunktionen aufgespalten. Das ist noch viel analer, das erspare ich Ihnen vollständig. Aber diese Teil auf der Ebene der Teilfunktionen eignen sich ziemlich verblüffende Sachen. Ja? Also das hier wäre eine Teilfunktion des Speicherns, das wäre eine andere Teilfunktion des Speicherns. Das kann ich Ihnen jetzt nur so andeuten. Das Resultat dieser Überlegung ist, Prozessierung steht in Spannung zu übertragen und speichern. Ja, ist vollkommen klar. Wenn das eine daran gebunden ist, dass die Produktidentität aufgelöst ist, das andere daran, dass die Produktidentität konstituiert, also stabilisiert ist, dann gibt es eine Kluft zwischen Übertragen und Speichern auf der einen Seite und Prozessieren auf der anderen Seite. Ja? Deshalb sind die in dieser Weise angeordnet, wie ich es Ihnen beschrieben habe, hier übereinander. Da ist die Produktidentität konstituiert, da ist sie aufgelöst. Weil Übertragen und Speichern stabil konstituierte Produkte voraussetzen, Prozessieren, eingreifende Veränderungen dagegen löst die Identität des Produkts gerade auf. Das ist sozusagen der erste Output dieser Überlegung zum Verhältnis der drei Medienfunktionen. So, oh Gott, ich bin spät. Ein winziger Gedanke betrifft die Substituierbarkeit. Obwohl man denken sollte, dass Übertragen, Speichern und Prozessieren sich irreduzibel qualitativ unterscheiden, können die drei Medienfunktionen einander in Grenzen substituieren. Das war ein sehr, sehr verblüffendes Resultat meiner Überlegung, ist aber eigentlich relativ selbstverständlich. Wenn Sie an MPEG denken, ja, man hat nicht genügend Leitungskapazität, um Musik oder gar Bewegtbilder über die Leitung rüberzuschicken. Was macht man? Man nimmt einen Kompressionsalgorithmus auf der Seite des Senders und eine Dekomprimierung auf Seite des Empfängers. Man ersetzt also durch die Prozessorleistung nicht vorhandene Leitungskapazität. Nicht? Dasselbe gibt es auch in anderer Weise. Bruce Owen hat am Rande eines Buches zu digitalen Fernsehen diese Skizze gemacht und hat gesagt, ich kann Storage, Processing Power oder Bandwidth als Kontinuum betrachten und jede technische Lösung kommt irgendwo hier auf dieser Hängematte zu liegen. Ja, ich kann also, wenn ich zu wenig Bandbreite habe, in Richtung Processing Power gehen, ja, in Maßen, das geht natürlich nicht vollständig als Substituierung, aber in Maßen ist das plastisch, deutlich ist, dass ich eine Sache immer nur auf Basis der, also auf Kosten der anderen optimieren kann. Ja? Aber allein die These der Substituierbarkeit ist super pfefferminzig, finde ich, weil man ja erstmal denken würde, dass es qualitativ unterschiedliche Medienfunktionen sind, ja? die sich in der Substanz sozusagen unterscheiden. Wenn sie aber substituierbar sind, dann riecht es nicht danach. Ja? Okay. So, wir sind bei den Schlussfolgerungen. Zum Teil Zusammenfassung, zum Teil nicht. Prozessieren, denke ich, ist nicht ausschließlich ein Computerbegriff. Gerade wenn man die anderen semantischen Felder einbezieht oder andere Begriffe einbezieht, die Ähnliches meinen, ist völlig klar, es ist nicht ausschließlich ein Computerbegriff. Deshalb würde ich zugestehen, dass Kittler recht hat. Es ist sinnvoll, ihn an anderen Mediengegenständen zumindest zu erproben. Ja, das ist mein Lernprozess gewesen, den ich da gemacht habe, von Abwehr, ja, zu Teilaffirmation sozusagen. Soweit würde ich auf jeden Fall mitgehen. Bei der Übertragung auf andere Gegenstände allerdings wechselt das Prozessieren seine Bedeutung. Man muss sich also, wenn man den Begriff des Prozessierens auf andere Gegenstände, auf andere Medien überträgt vom Computer, Rechenschaft abgeben, was man da gerade tut. Ob man eine metaphorische Übertragung meint, ja, oder in welchem wörtlichen Sinne. Sie erinnern sich an diese Eingangstabellen, ja, mit den fünf Geschossen. Nicht? Wenn ich, je weiter ich in den allgemeinen Medienraum reingehe, desto mehr verliert das Computer Gewissheiten und Konnotationen. Nicht? Und ich kann nicht einfach denselben Prozessieren-Begriff auf allen fünf Geschossen loslaufen lassen und sagen, ist zwar ein Computerbegriff, aber selbstverständlich applizierbar auf andere Medien. Das funktioniert nicht. Es ist nötig, eingreifende Veränderungen von Medienprozessen allgemein zu unterscheiden. Das war einer der Ergebnisse dieser Tabelliererei, dass es Medienprozesse gibt, die nicht eingreifende Veränderungen sind. Denken Sie an die Post oder sowas. Ja, ist vollkommen klar. Prozessieren fokussiert auf Wandel und Veränderung, also darauf, dass Input und Output sich unterscheiden. Hieraus ergibt sich ein Gegensatz zu Speichern und Übertragen, die das jeweilige Produkt gerade nicht antasten, sondern konstant halten wollen. Ja, das war diese
Tabelle, die Sie als letztes gesehen hatten. Prozessieren hat mit Kommunikation kaum zu tun und macht das aus dem Medium ein Gegenüber. Wenn Computer auf syntaktische Operationen eingeschränkt sind, Zeichen also nur umordnen, lesen und schreiben, das kriegen wir gleich Schwierigkeiten miteinander. Wenn aber Lesen und das Auslesen eines Speichers ist mit einer anschließenden Übertragung, ich versuche nochmal auszubuchstabieren, was eigentlich heißt syntaktische Operationen. Ja? Lesen und Schreiben, ausbuchstabiert. Lesen beim Computer bedeutet Auslesen eines Speichers und anschließende Übertragung. Schreiben wäre eine Übertragung, die in einen Speicher mündet. Dann ergibt sich eine sehr, sehr verblüffende Folgerung. Das heißt, es ergibt sich ausgerechnet auf dem Kern des Computers, gibt es eigentlich kein Prozessieren. Ich danke Ihnen.